So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, Adi ist auch am Start und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben nämlich ein kleines Unboxing für euch, wo bestimmt auch wieder was für ein Adi dabei ist, so wie ich mir das denke. Und vielleicht was für den Dicken und vielleicht für Pupsi und für Mama und für euch und für jeden, der dazuschaut. Wir nehmen uns nämlich jetzt mal eine Schere. Das ist ein richtig, guckt euch doch mal den Karton an. Schon alleine der Karton, ne? Die Biene Maya Box von Hannes. Das ist nämlich ein Fanpaket vom Hannes. Ihr kennt alle Hannes, Hannes Schröder. Guckt euch das an. Hier die Biene Maya. Hier die Soldaten. Das ist schon wieder richtig brutal. Hier schläft die auf einer Blume. Hier entführt sie gerade Willi. Und hier ist Willi wieder mal in seiner. Joa, das machen wir jetzt auf jeden Fall auf. Das halten wir zu. Hier guckt man nach. Ist der Klebestreifen dran? Hier vorne ist der Klebestreifen. Adi, passt bloß auf. Ja, guck genau hin. Das erinnert mich an. Pass genau auf. An Royal TS. Alles ist die Sekte. Royal TS Album Nummer 3, alles dabei. So, wir gehen das jetzt hier auf. Ich ziehe jetzt hier den Nippel durch die Lasche. Ne, mache ich nicht, aber. Jetzt ist es auf. Jetzt haben wir es hier. Da hängt die Gurke schon wieder in das Paket rein. So. Wir sagen danke. 10 Jahre klimaneutraler Versand. Guck dir die Biene Maya an. Macht ein Herz. An die Natur denken. Mit DHL versenden. Habe ich nichts dagegen. DHL finde ich auf jeden Fall am besten. Vergesst UPS. Vergesst DPD. Die sind ganz schlimm. Hermes. Ja. Aber DHL finde ich auf jeden Fall am besten. Die haben das beste Produkt. Bei anderen habe ich so schlechte Erfahrungen jedes Mal gemacht. Das möchte ich eigentlich gar nicht, ne, hier weiter ausdefinieren. Ich tue den Adi jetzt mal hier eindecken mit Zeitung. Das findet er bestimmt total toll. Ja, guckt mich bloß hektisch um. Und dann zeige ich euch mal, was hier in diesem schönen Biene-Maya-Paket vom Hannes drin ist. Wir haben zum Beispiel hier die echte halbe Original-Braurezeptur aus Kufstein. Die echte halbe Bierdose, das ist sehr gut, vor allem, weil da zwei Stück drin sind und ich für Chill mit Ramses am Montag immer zwei Bier brauche. Egal, ob das jetzt Dosen sind oder ob das Flaschen sind. Bierspezialität aus Österreich. Ich gönne mir am Montag im Chill mit Ramses Stream immer zwei Stück. Meistens zwei, die irgendwie zusammengehören. Das ist genau dafür geeignet. Sind zwei Bier, gehören zusammen, sind noch nicht verschiedene Sorten. Kannst du dir so gemütlich für den nächsten Chill mit Ramses Stream reinpressen. Haben? Wie viel? Wo steht das? 5,0%. Ja, Promille, pro sonst was. Dann haben wir hier eine dicke Can Pringles Hot and Spicy. Wir waren ja in der großen Chatbox, habt ihr gesehen, da gab es auch Pringles Hot and Spicy, aber in so einem komischen Oldschool-Look, die total anders aussahen, obwohl es einfach nur Hot and Spicy waren. Pringles gehen eigentlich immer. Ich würde gerne sagen, ich habe noch nie Pringles erlebt, die nicht schmecken, aber ja doch. Und ich habe noch nicht mal die Champignon und Sahne probiert, die wir auch aus Chat mitgebracht haben. Grüße an Thomas, der hat ja auch immer eine Packung Pringles bei sich stehen. Das ist also sehr gemütlich, wieder mal fürs Wochenende, für einen Wrestling-Abend, für eine DVD-Netflix-Session, irgendwas, keine Ahnung. Und dann haben wir hier, wir nehmen mal hier den Bottich, da haben wir nämlich verschiedene Nudeln. Wir haben einmal Maggi Saucy Noodles Sweet Chili. Ich weiß, ich habe schon mal irgendeine Folge gemacht, Ramses Kitchen, da habe ich alle Saucy Noodles zusammen in den Eimer und habe die zusammen gegessen oder die verschiedenen Saucy Noodles, ob da Sweet Chili dabei war, ich glaube. Sweet Chili kenne ich gar nicht, habe ich bei uns gar nicht gesehen. Jetzt habt ihr hier auch Sweet Chili für zwischendurch kleine Mahlzeit. Letzte Zeit habe ich eh nicht so krass viel Hunger, seitdem das mit Coronis war. Dann haben wir hier Cup Noodles, Soba, Chili. Ich glaube, das waren die. Es waren nicht die Saucy Noodles, es waren die Soba. Oh, ich stehe auf 10 Spitzengrad und hänge mich hier drüber. Da fängt alles an zu zittern. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das sieht aus wie ein Erdbeben. Das sind also die Cup Noodles hier von Soba.
Das waren die, glaube ich. Die habe ich alle genommen. Da kauft Pupsi sich auch immer mal welche. Vor allem hier diese Teriyaki oder was das ist mit dem grünen Becher. Die sind auch voll interessant. Starke Nudeln. Finde ich, glaube ich, sogar besser als die Saucy Noodles, weil bei den Saucy Noodles habe ich mir wirklich gewünscht, dass sie eine fette, dicke Soße haben, die an den Nudeln haftet. Waren aber trotzdem fast wie Nudelsuppe. Soba macht das aber anders. Jetzt haben wir hier auch nochmal Soba Chili, aber diesmal in der Packung. Ein Päckchen Nudeln, also zum So machen, für zwischendurch, Natururin-Style. Müssten ja genau die gleichen sein, wie dort ist sozusagen ein Nachfüllpack, was sie dann eben. Wenn der Adi eh nicht hier sitzt, kann ich auch einfach alles bei ihm reinschmeißen. Dann haben wir hier Wurzel. Tiroler Chili-Wurzel mit Bird's Eye Chili. Das finde ich auf jeden Fall cool, dass da auch draufsteht, was für Chilis da drin sind. Es gibt ja so viele Chilisorten. Das sind die Bird's Eye Chili. Da kann man auch mal googeln, Bird's Eye Chili, wie die aussehen, was die für einen Schärfegrad haben. Schöne Tiroler Chili-Wurzel. Wurzel. Das ist ja sowieso. Es gibt so viele sozusagen Knacker. Oder Cabanossi-Sachen oder irgendwas, alles hat eine andere Konsistenz. Nicht jede scharfe Knacker oder jede scharfe Wurzel ist gleich eine gute Wurzel. Ich bin gespannt, hier sind nämlich so viele verschiedene Dinge. Die einen werden bestimmt die besten der Welt sein und die anderen so, ja, es gibt ja auch diese ganzen kleinen Mini-Cabanossi immer in diesen Packungen. Ich finde, so Cabanossi kommt nie an so eine fette, deftige Knacker ran. Die Chorizo, die sind ja auch immer so mega fett, scharf, deliziös und die stopfen so ungemein. Die, weiß ich nicht, kann ich gerade nicht einschätzen. Die sehen nicht aus wie Cabanossi-Style. Die sehen aber auch nicht anders aus. Das könnte so ein Mittelding sein. Hier sehe ich nämlich so Fettpolster drauf, dass die vielleicht auch richtig schön stopfen. Also, Tiroler Chili-Wurzel mit Bird's Eye Chili. Dann habt ihr Kaminwurzel, auch mit Chili, von Arlberger. Da steht leider nicht drauf, was für Chilis da drin sind oder mit was die gemacht wurden. Vielleicht steht das aber hinten dabei. Schweinefleisch, schnittfeste Rohwurst, Buchenholz, geräuchert, zack. Und ansonsten, essbare Wursthülle steht noch drauf. Aus Rindercollagen. Jetzt guckt mal, was Rindercollagen sind, dann wird euch bestimmt wieder schlecht. Auch Kaminwurzel aus Österreich, so wie das aussieht, okay. Der große Wurzeltest. Chili gegen Kamin. Tirol gegen Handel. Arlberg. Es geht ja noch weiter. Wir haben nämlich hier immer noch, wir haben die originalen Kletzerl. Oh mein Gott. Aus österreichischem Qualitätsfleisch. Classic. Das ist sehr verwirrend, weil hier bei Kletzerl erinnert mich an die Folge von den Simpsons. Ketchup. Mr. Burns, wir helfen Ihnen bei Ihrem Ketchup-Problem. Ja. Hier ist sogar ein Bild drauf vom Josef Kletzel in Schwarz-Weiß, hier hinten auf der Verpackung. Da steht aber Classic, das dürften also ganz normale sein, nicht scharf. Aber hier sind übelst die Flammen, das sieht übelst brutal aus. Da gehst du doch automatisch davon aus, dass das scharfe sind, aber es ist nur Classic. Haben sie also schön verwirrt gemacht für die Leute. Sind auf jeden Fall alles kleine Würste, die sind nämlich immer nur genau so groß, so lang. Dafür sind die aber doppelt immer aneinander geheftet. Jetzt ist der Restkarton in Adi sein Katzenklo gefallen, aber wir holen den einfach wieder raus. Tun den mal hier hinter. Ungefähr so. Und habe noch was ganz Besonderes, nämlich scharf. Ich hätte ja eigentlich gesagt scharfe Beißer, aber das sieht aus wie Schafenbeißer oder wie Schaffessbeißer. Also das sieht nicht aus, als wäre das da zu Ende. Herkunft garantiert aus Österreich, der bekannte Ausflugssnack. Aus Tradition das Beste. Die sind auch wieder komplett anders. Die sind nämlich mega dünn, ultra lang und pikant, ich glaube. Solche habe ich früher mal, wenn ich mir so einen Salat aus dem Netto geholt habe und habe gedacht, gut, beim Salat fehlt irgendwas, hast du dir so eine kleine Packung, so
solche wie Sticks. Das sieht ja aus wie Katzensticks, sieht aus wie für Nadi, ist aber jetzt für hier, ne? Katzensticks für Ramses. Schön scharfe Beißer von Kreisinger, ihr Fleischermeister. Guckt euch das an. So viel Wurst, ich habe immer noch Chorizo da, oder wie das Teil heißt. Ich habe immer noch ein paar andere Sachen da, Cabanossis, Knacker, sonst wie. Ich habe noch Corned Beef, jetzt habe ich schon wieder hier lauter Chili-Wurzeln, aber das ist sehr cool. Ich bin jetzt nicht einer, der die ganze Zeit kocht und großartig irgendwas wie wo. In letzter Zeit habe ich mich dran gewöhnt. Gibst einen Beutel Pfand ab, holst dir einen Semmel und für einen Semmel dann so eine Packung Wurst ist auf jeden Fall für zwischendurch. Wir haben nämlich keine Zeit, immer am Machen, würde der Istwo sagen. Deswegen muss man sich immer so einen Beutel Wurzel reinschmeißen. Dankeschön auf jeden Fall von Hannes, an Hannes. Das kannst du noch als Klopapier nehmen. Ne? Karton sieht auch wunderbar aus. Ich glaube, den werde ich auch nicht wegschmeißen. Den werde ich aufheben, den werde ich vielleicht der Mama geben, dass die jetzt sagt, ah, für Weihnachten tue ich da Sachen rein für die Kinders oder so. Das wäre bestimmt noch eine Verwendung. Dann schön nochmal hier Nudeln dabei. Nicht nur Fleisch, auch Nudeln und natürlich die zwei echten Halbe. Da bin ich auch ganz besonders gespannt, wie die schmecken. Das war's von meiner Seite aus. Achso, hier, Pringles. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Adi. Adi, Schatz. Was sind wir zu springen? Was nicht? Oh, er haut ab. Okay, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Da liegt übrigens noch ein Rasierer von Pupsi. Ja, wenn ihr euch auch schon mal rasiert habt, schreibt es mal in die Kommentare. Tschüss, Pupsi.